Radio Pilatus. Am Puls am Mittwoch. Der Gesundheitstipp am Mittag von Fachleuten aus unserem Luzerner Kantonsspital. Im heutigen Gesundheitstipp geht es um die sogenannte Schaufensterkrankheit. Nicole Marquardt. Wenn das Laufen zur Qual wird und man vor lauter Schmerzen in den Beinen muss stehen bleiben, dann redet man von der sogenannten Schaufensterkrankheit, sagt Dr. Alyosha Rastan, Chefarzt Angiologie am Luzerner Kantonsspital. Die Schaufensterkrankheit ist im Prinzip Ausdruck einer schweren Durchblutungsstörung der Beine. Und diese Durchblutungsstörung führt dazu, dass die Patientin nach einer bestimmten Wegstrecke aufgrund von Wadenschmerzen, Oberschenkelschmerzen oder Gesäßschmerzen stehen bleiben müssen. Und die nutzen diese Zwangspause eben häufig, um in die Schaufenster reinzuschauen. Und daher kommt auch der Begriff Schaufensterkrankheit. Wie es der Alyosha Rastan schon gesagt hat, kommt Krankheit von einer schweren Durchblutungsstörung in den Beinen. Die Durchblutungsstörungen sind eine Erscheinung des Alters. Das heißt, je älter die Menschen werden, desto häufiger sehen wir Patienten mit Durchblutungsstörungen. Es sind aber auch Risikofaktoren dafür verantwortlich, die diese Alterungsprozesse der Gefäße beschleunigen. Dazu gehört Hypertonus, Diabetes, hoher Blutfettspiegel und natürlich auch Nikotinkonsum. Darum ein gesunder Lebenswandel kann helfen. Sprich, man muss sich gesund ernähren, möglichst auf Nikotin verzichten. Körperliche Aktivität ist sehr wichtig. Vorbeugend ist aber auch wichtig zu erwähnen, dass die Patienten, die kardiovaskulären Risikofaktoren haben, vernünftig Medikamente eingestellt werden und auch ihre Medikation regelmäßig nehmen. Bei der Behandlung von der Schaufensterkrankheit gibt es 3 Möglichkeiten. Das eine ist die medikamentöse konservative Therapie. Da werden die Patienten meistens einem strukturierten Gehtraining zugeführt. Man weiß, dass mit dem Gehtraining die schmerzfreie Gehstrecke erweitert werden kann. Und dann gibt es noch die 2 invasiven Maßnahmen. Das eine ist das minimalinvasive kathetergestützte Verfahren, wo man mit Ballondilatation oder auch Stents, das sind kleine Drahtgeflechte, die man minimalinvasiv in die Gefäße einbringt, die Gefäße wieder öffnet, um die Durchblutung wieder zu verbessern. Und dann gibt es die operativen Maßnahmen, das wäre dann zum Beispiel die Bypass-Operation. So der Dr. Alyosha Rastan, Chefarzt Angiologie am Luzerner Kantonsspital. Bis nächste Woche zu «Am Puls am Mittwoch». Der Gesundheitstipp von Fachleuten aus unserem Luzerner Kantonsspital.